Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Oase Teichbau. Heute sind wir auf dem Weg nach Luxemburg und werden versuchen, eine Profi-Clear-Anlage, die im Gravitationsmodus arbeitet und etwas Durchflussprobleme hat, wieder in den Griff zu bekommen. Was uns da erwartet, wie der Tag verläuft. Jetzt ist es 5 Uhr morgens. Wir haben noch 4 Stunden vor uns mit Autofahren. Und ja, wenn wir da sind, melden wir uns und dann werden wir sehen, was uns erwartet. Ja, wir sind nun in Luxemburg angekommen, hier im schönen Betteln an der luxemburgisch-deutschen Grenze, im Chalet Petri Spa and Relax. Im Hintergrund sieht man, um was es geht. Wir haben einen 90-Kubik-Teich, welcher aktuell Durchflussprobleme hat, vermutlich einen verstopften Bodenablauf. Das Ganze werden wir heute zusammen mit den Handwerkern hier vor Ort beheben. Dazu werden wir uns auch die ProfiClear Premium Anlage anschauen, welche hier drin verbaut ist. Und dazu gehen wir direkt runter in die Pumpenkammer und schauen uns die Anlage mal genauer an. Hier sind wir jetzt im Herzstück der ganzen Teichanlage. Hier befindet sich die ProfiClear Filteranlage im Gravitationsmodus. Wir befinden uns quasi unterhalb der Teichoberfläche. Diese geht ungefähr bis hierher, wo die Filter dann aufhören. Und wir fangen am besten hier hinten an. Unser Teichwasser wird hier unten durch die Wand eingeleitet über einen Bodenablauf DN100, wird dann hier oben in den Filter eingespeist und kommt zu unserem Trommelfilter, der dann das Wasser mechanisch reinigt. Hier haben wir unser Steuergerät dran, das haben wir ja schon im letzten Video gesehen. In der gepumpten Variante ist dies das gleiche. Das Video verlinke ich auch hier oben nochmal in der Infokarte. Und ja, was ist noch am besten zu sagen? Zum einen, so wird eine Anlage aufgebaut. Also man sieht hier, die gesamte Verrohrung ist wirklich perfekt verlegt, alles schön fest montiert, mit Schellen in der Wand gedübelt. Hier kann nichts abbrechen, hier wackelt nichts, alles optimal. Wir haben hier unten auf dem Boden eine Aquamax Eco Premium 40.000 stehen, welche unseren Bachlauf speist. Den schauen wir uns dann auch gleich noch an. Diese können wir hier oben steuern. Wir hatten das Problem, warum wir heute auch hier sind, dass diese Pumpe, sobald die im Betrieb war, unseren Filter leer gesaugt hatte. Denn das Problem, wie es sich zum Schluss herausgestellt hat, ist, dass die Pumpe das Wasser abnimmt, bevor es in den Filter läuft. Und dann fehlt dem Filter natürlich der Zufluss. Deswegen wird der Installateur hier an dieser Stelle noch einen Abzweig installieren, welcher auch zur Pumpe, zu der Aquamax 40.000 geliefert wird. Und somit kann man die Pumpe von hier hinten das Wasser einlaufen lassen, das heißt, nachdem es aus dem Filter rauskommt. Und wenn man dann noch zusätzlich etwas Wasser brauchen sollte, können wir hier vorne an dem Hebel der Pumpe noch zusätzlich etwas Wasser geben. Ja, ansonsten, wie ist die ProfiClear-Reihe hier aufgebaut? Wie wir schon besprochen hatten, am Anfang ein Trommelfiltermodul mit EGC-Steuerung. Die ist jetzt noch nicht im Einsatz, braucht der Kunde hier auch nicht, weil das Ganze ziemlich autonom läuft und wir auch keine Pumpe mit einem EGC-Anschluss verbaut haben. In der Mitte ist ein Movingbed-Modul. Ja, mit 50 Liter Helix-Material für die biologische Filterung. Im hinteren Bereich ein Individualmodul, wo dann hier unten drin eine Aquamax Eco Gravity sitzt mit 15.000 Litern pro Stunde, welche das Wasser über einen Bitron Gravity mit 55 Watt hier oben in den Teichzulauf dann wieder reinleitet. Und wenn die Pumpe für den Bachlauf aus ist, was zum Beispiel in der Nacht der Fall sein wird, dann wird das Wasser nach rechts abgeleitet, wieder direkt zurück zum Teich und über den Tag wird es über den Bachlauf zurück in den Teich geleitet. Ja, hier unten steht dann noch eine AquaOxy 4800, welche unser Moving Bed Modul mit Luft speist. Klein wenig übertrieben, aber wie gesagt, Sauerstoff ist immer gut, vor allem für die Bakterien. Deswegen haben wir uns hier entschieden, wirklich alle 4 Schläuche anzuschließen. Ein Schlauch speist den Sprudelstein in der Mitte, welchen
wir schon in dem Video über das Moving Bed Modul gesehen haben, der Unterschied zwischen Gravitation und gepumpte Variante ist beim Moving Bed Modul im Prinzip gleich. Von daher, wie gesagt, haben wir das da in dem Video schon gesehen. Und die anderen drei Schläuche haben wir noch in die Ecken verteilt, um da einfach die Anströmung auf das Biomaterial noch etwas zu vergrößern. Ja, und erhoffen uns natürlich dann hier eine optimale Filterung, welche mit Sicherheit auch stattfinden wird. Was ist noch zu der Anlage zu sagen? Wir haben hier unser Abwasserrohr. Das Abwasserrohr wurde ziemlich genial installiert. Zum einen gibt es hier eine Steigleitung, einen Luftheber, in welchem auch gleichzeitig die Sonde für den Wasserstandssensor ist, welcher immer auf der Höhe von dem Teichniveau ist. Sobald dieser abfällt, wird hier hinten ein Magnetventil, welches man da oben sieht, geöffnet und das Wasser wird wieder zurück in den Teich über eine Quellwasserspeisung in den Teich zurückgeleitet. Ja, man sieht dann hier auch noch schön, auch dies wird nochmal hervorgefiltert, damit hier auch kein Dreck in den Teich gelangt. Ja, ziemlich perfekte Installation, muss man sagen. Alle Anschlüsse, alle Steckdosenanschlüsse sind hier hinten im Sicherungskasten. Ja. Sind hier im Sicherungskasten alle extra gesichert. Wir haben Sicherungen für Licht, für ProviClear, Premium-Modul, Pumpe 1, Pumpe 2, Brunnen und so weiter. Es kommt jetzt noch eine Sicherung extra für die Aqua Oxy hinzu, damit, falls alles ausfällt oder zumindest alles andere ausfällt, die Aqua Oxy weiterlaufen kann und die Bakterien im Moving Bed Modul weitergespeist werden. Hier dann noch die Steuerung für das ProviClear Guard, den Wasserstandssensor. Ja, das ist dann halt im Prinzip hier installiert. Des Weiteren gibt es hier noch einen Überlauf, das heißt, das Wasser geht hier in den Filter zurück, steigt der Teich höher durch zum Beispiel starken Regen, läuft das Wasser im Prinzip hier über, läuft dann in das Rohr rein und geht zurück in die Abwasserleitung, an welche auch die ganzen Module angeschlossen sind, sowie der Ablauf vom Trommelfilter. Ja, läuft dann hier zurück. Hier unten haben wir dann auch nochmal schön ein T-Stück drin mit Revisionsklappe. Das haben wir heute schon genutzt. Deswegen sieht der Boden noch etwas schlammig aus, denn in der ganzen Teichbauphase hat sich in dem 100er Rohr ein erheblicher Dreck angesammelt. Deswegen musste heute der Rohrreiniger kommen und nochmal mit der Sonde hier durchgehen und alles nochmal richtig reinigen. Jetzt ist das Rohr frei, der Teich kann wieder aufgefüllt werden und die Filterung kann beginnen. Ja, und wenn wir hier dann auch noch aus irgendeinem Grund noch das Wasser hier nochmal ableiten wollen, ist das auch nochmal mit dem Abwasser verbunden. Also wirklich an alles gedacht, überall mit Sperrschiebern gearbeitet. Perfekter kann man eine Installation eigentlich nicht herstellen. Ja, hier sind wir am Ende von einem 60 Meter langen Bachlauf, der 3 Meter Niveauunterschied zum Teich hat, angekommen. Der wird gespeist von der Aquarius Universal Expert 40.000, welche das Wasser in dieses Rondell, in diesen Brunnen pumpt und das Ganze dann praktisch über einen Überlauf wieder dem Bachlauf zuführt, der dann am Ende im Teich mündet und dabei durch den ganzen Garten und die insgesamt 6 Chalets fließt. Hier oben sehen wir noch eine Fontäne aus dem Oase Aquarius Profi-Sortiment, Fountain and Lake, wie es manche kennen. Das ist ein Lava-Aufsatz, reines Edelstahl und der wird gespeist von einer Aquarius Universal Eco Premium 6000. Ja, ein ziemlich schönes Spektakel, wenn dann Wasser drin ist. Das hoffen wir, können wir Ihnen nächstes Jahr mal zeigen, wenn der Teich dann mal eingefahren ist und wir die Anlage sehen können, nachdem sie ein paar Monate gelaufen ist. Gut, schauen wir uns mal noch den Bachlauf an. Können wir mal abgehen. Thank you.
Ja, es ist wieder dunkel, es ist 20.50 Uhr und wir sind wieder zu Hause. War ein super Tag gewesen. Wir haben ein tolles Projekt gesehen. Und wenn Ihnen das Video gefallen hat, freuen wir uns immer über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren Kanal, um über weitere Videos informiert zu werden. Ja, und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Morgen sind wir wieder auf Tour. Dann geht es nach Würzburg zu unserem Profi-Clear-Projekt, in dem wir schon berichtet haben, mit dem 140-Kubik-Schwimmteich. Da schließen wir dann die Profi-Clear-Anlage final an. Ja, und hoffentlich sehen wir dann einen funktionierenden Bachlauf, einen funktionierenden Filter. Und wir werden auch wieder mit der Drohne drüber fliegen. Ja, lassen wir uns überraschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!